Moin und herzlich willkommen zu Dabonias Testbett. Heute habe ich was Gesundes mitgebracht und zwar Kisten von Obst verbindet. Wie der Name schon sagt, Obst, aber auch Gemüse. Ein Online-Shop, dort bekommt ihr verschiedene Kisten. Ich habe mir jetzt sogar 2 Stück bestellt, deswegen heute auch mal wieder der große Stuhl. Das funktioniert hier auf dem Tisch nicht wirklich. Eine relativ große Auswahl. Ich habe mir, wie gerade schon erwähnt, 2 Kisten bestellt. Das eine ist eine Kita-Kiste. Das sind 10 Kilogramm Obst und Gemüse. Und das andere, eine sogenannte Oseju-Kiste, sind 2,5 Kilo. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Die Abkürzung steht für Office Senior Junior. Ich stelle mir da jetzt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Fingerfood-mäßig was vor. Vielleicht kleine Tomaten, Mini-Gürkchen oder ähnliches. Gekennzeichnet sind die beiden Boxen jetzt nicht. Ich würde jetzt vermuten, dass das hier oben die Kita-Kiste ist. Die ist nämlich viel schwerer. Und hier unten die andere Kiste. Kostenpunkt Kita-Kiste 16 Euro für 10 Kilo, also 1,60 Euro pro Kilo. Je nachdem, was drin ist, finde ich das nicht zu teuer. Die andere Kiste 4,50 Euro. Wiegen konnte ich es jetzt leider nicht. Ich hätte es wirklich gerne gewogen, aber meine Waage ist kaputt gegangen. Und ich wollte das Obst und Gemüse jetzt natürlich auch nicht hier ein paar Tage stehen lassen, bis ich mir eine neue Waage besorgt habe. Also müsst ihr jetzt ein bisschen darauf vertrauen. Also ich würde sagen, es kommt hin vom Gewicht. In dem Shop bekommt ihr, bevor ich es vergesse, nicht nur Obst und Gemüse. Gibt auch noch einige andere Sachen. Meistens sind das Sachen, die wirklich kurz vorm Ablaufen sind oder so gerade abgelaufen sind. Der Shop sitzt übrigens in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Münster. Dort wird auch regelmäßig beliefert. Also wenn ihr dort in der Nähe wohnt, schaut mal im Internet nach. Da gibt es sogar eine Tour, die regelmäßig wöchentlich fährt. Könnt ihr dann bestellen, dann werdet ihr sogar beliefert. Wenn ihr bestellt, so wie ich, wohne jetzt ein bisschen weiter weg, dauert's. Allerdings normalerweise wohl auch nur 1 bis 3 Tage. Im Moment, als ich bestellt habe, stand auf der Homepage längere Lieferzeiten, 5 bis 7 Tage. Kam auch wirklich hin, am 6. Werktag war es da. Jetzt im Moment, ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, stand sogar schon bis zu 14 Tage kann es dauern. Also wenn ihr jetzt total von der Kiste überzeugt seid, müsst ihr damit rechnen, dass die Lieferung dann allerdings ein bisschen länger dauern kann. Nochmal kurz zu den anderen Sachen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, viele Sachen, die dann kurz vorm MHD sind, teilweise Margarine, Aufschnitt, Joghurt, Blumen bekommt ihr übrigens auch dort manchmal und Pflanzen. Also ruhig mal reinschauen. So an sich finde ich den Shop schon ganz gut. Ich mag ja auch dieses Prinzip, nichts wegschmeißen, lieber retten. Hier ist es auch, Stand bei den Boxen steht mit dabei, dass das vom Großhandel ist und die Sachen halt kleine Ecken und Kanten haben könnte. So, wir wollen jetzt aber natürlich auch mal reingucken, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier nur erzähle, was wir denn jetzt hier drin haben. So, ich fange jetzt mal mit der oberen Kiste an. Was das Einzige bei dem Shop ist, dass halt, wie ich gerade schon gesagt habe, da mit beisteht, dass das vom Großhandel, Großmarkt ist. Es steht aber nicht mit dabei, was dort irgendwie drin ist. An sich ist es ja auch nicht schlimm. Aber es gibt dann halt so, es steht überall das Gleiche. Es gibt dann aber halt diese unterschiedlichen Kisten. Family-Kiste, Single-Kiste, eine Nager-Kiste gibt es zum Beispiel auch. Dann halt diese Kita-Kiste, dann noch ein Unterschied, unbehandelt und so weiter und so fort. Aber wo jetzt der Unterschied, sagen wir mal, zwischen der Family-Kiste und der Kita-Kiste ist, könnte ich jetzt nur sagen, wenn ich mir beide bestelle. Aber wir schauen jetzt erstmal. Oh, ich sehe schon, da ist leider. Da muss man allerdings sagen, das glaube ich nicht, dass das von denen ist. Also hier stand extra drauf, Pfeil nach oben. Ich sehe leider ein paar Heidelbeeren da an der Seite kleben. Ansonsten ist das hier oben, mal eben kurz, relativ gut geschützt. Man muss auch sagen, ich war leider nicht zu Hause, als das gekommen ist. Und mein Postbote, wir haben hier, ne? Er darf es mir abstellen. Man sieht hier das schon leider, die sind ein bisschen zerquetscht. Und die beiden waren nochmal hier zusammen gemacht mit so einem, ja, kennt man ja diese Plastikbänder. Und sie standen halt nicht so. Er war wirklich gekippt, der Karton, auf der Seite. Also von daher, da will ich jetzt obstverbindend gar keinen Vorwurf machen. Das lag dann wohl daran. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall, sehe ich schon da hinten leider ein paar gequetschte Heidelbeeren. Ich nehme jetzt erstmal hier so die Abdeckung runter. Ah, hier ist nämlich schon, hier ist sogar geklebt. Aber das finde ich aber eigentlich vom Prinzip her ganz gut. Also hier sieht man, da sind Tomaten drin und hier so als Deckelchen da drauf geklebt. Also das finde ich schon mal ganz gut. Die können wir dann schon mal hier hinstellen. Also wir haben Tomaten da drin. Ja, bei den Heidelbeeren ist es eigentlich auch so,
Da ist wohl wirklich einfach dadurch, dass der ein bisschen gekippt war. Ich versuche das mal so ein bisschen. Wird sich zu weit schütten. Dadurch sind dann doch leider viele rausgefallen. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was wir hier so drin haben. Also, wir haben hier Pflaumen mit da drin. Guck mal, hier steht hier sogar, ne, 325 Gramm. Ich werde, glaube ich, jetzt so für mich selber vielleicht noch mal so ein bisschen grob wiegen. Das ist jetzt natürlich mit den Heidelbeeren, da wird es dann auf ein paar Gramm nicht ankommen. Ich werde mir nicht eine gequetschten Heidelbeeren dann dazu nehmen. Ich versuche das mal. Die Kisten sind nämlich hier so an sich noch drin. Die mal so ein bisschen rauszukriegen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich lasse das lieber. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen rauszuholen. Also wir haben ja dann einmal noch, es knistert leider ein bisschen, bunte Tomaten. Was haben wir hier in der Kiste noch drin? Also wir haben hier noch Orangen drin. Wir haben kleine Mandarinen hier drin. Kleine Birnen. Teilweise ein bisschen schief, aber in Ordnung. Da muss man auch sagen, also bei uns ist das wirklich so ein bisschen geteilt. Der eine Teil der Familie liebt die, wenn die total hart sind. Der andere, wenn die weich sind. Ich glaube, hier haben wir beide. Die hier ist zum Beispiel ein bisschen weicher. Die sind noch schön hart. So, hier haben wir dann leider nämlich einmal ein bisschen gequetscht. Hier waren dann wohl einmal Heidelbeeren drin. Ja, 300 Gramm Heidelbeeren hatten wir mal hier drin. Und hier ist eine kleine Paprika, die ist leider auch mit zerquetscht. Ich lasse das jetzt mal hier so am Rand so ein bisschen. Bei den Heidelbeeren muss ich dann halt selber durchgucken, was ich davon noch retten kann oder nicht. Also es sehen auch nicht alle so schlimm aus, aber es liegt wohl wirklich, es ist ja... Der Karton ist halt gekippt worden. Das ist natürlich so ein bisschen Risiko beim Liefern. Wir haben Paprika. Einmal hier kleine Spitzpaprika, normale Paprika. Und man sieht hier so, die sind jetzt so ein bisschen, ja. Ne, im normalen Laden würden viele Leute sagen so, oh, die nehme ich aber nicht. Da ist ja ein bisschen Staub dran. Müsste ich ja vielleicht zu Hause ein bisschen mehr abwaschen. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Äpfel. Eine Mango. Das ist was für mich. Die esse ich nämlich ganz gerne. Dann haben wir hier, gut, die ist jetzt auch noch hier. Eine hat es jetzt auch so ein bisschen angeditscht für sich. Legen wir mal hier so ein bisschen hin. Aber das kann man noch abschneiden. Das wird dann so gleich als erstes verarbeitet. Hier haben wir auch noch mal so einen zweiten davon. Gut, da muss man dann wirklich gucken, vielleicht für Obst verbindet, ob die vielleicht da noch mal überlegen, das doch vielleicht ein bisschen anders noch zu packen, ein bisschen anders zu sichern. Aber ansonsten gut gefüllt auf jeden Fall. Noch ein paar Spitzpaprika, mal ein paar Orangene, Äpfel. Ich gucke jetzt eigentlich, ob ich hier noch ein bisschen was anderes drin habe, was ich mal so zeigen kann. Tomaten, noch eine Mango. Also die scheinen im Endeffekt, diese Kisten an sich, ich versuche jetzt doch mal eine rauszukriegen. Jetzt, vielleicht gibt es ja jetzt, dass sie ein bisschen leerer ist. Also wir hatten jetzt zwei solche Kisten hier drin. Und diese Kisten an sich, die scheinen dann wohl ungefähr gleich gefüllt zu sein. Weil in der zweiten, ich nehme mal das mal ein bisschen zur Seite hier, in der zweiten ist eigentlich ungefähr das gleiche drin. Also auch die bunten Tomaten. Ja, manchmal ist das schwer, auf die Wörter zu kommen. Dann haben wir Pflaumen, Mandarinen, alles Mögliche. Das haben wir in dieser Kiste auch. Wir haben hier auch Pfirsiche, Orangen. Hier haben wir dann, mal gucken, ob ich das noch rauskriege, und ich jetzt noch mehr rausmalen. Die sind ein bisschen besser. Bei dem anderen fehlte, glaube ich, jetzt auch einfach hier... Nee, der Deckel war da und der war wohl bei der Kiste nicht zugeklebt. Und deswegen sind leider einige rausgefallen. Man sieht auch einige, dadurch, dass sie wohl ein bisschen gequetscht waren, sehen jetzt auch natürlich nicht mehr ganz so lecker aus. Aber da sortiere ich mich halt so ein bisschen durch. Auf jeden Fall ansonsten gut gefüllt. Ja, also ich packe sonst jetzt mal wirklich die eine aus. Also die müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass die in der Kiste hier war. Damit ihr mal so die Menge seht, die dann insgesamt hier so drin ist. Würde ich mal sagen. So, also ansonsten kann ich hiervon wirklich bis auf die Heidelbeeren, wo ich halt wirklich durchgucken muss. Und die eine Spitzpaprika jetzt dort. In der anderen Kiste ist auch ein Pfirsich ein bisschen noch mit angeditscht. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, sieht das hier gut aus. Der Rest kann man gut verwerten. Vorhin ja nun schätzungsweise gewichtsmäßig, würde ich sagen, kommt auf jeden Fall her mit den 10 Kilo. Kann man da nicht meckern, würde ich sagen, von der Füllung her. Verpackungsmäßig sollte dann Obst verbindet noch ein bisschen daran arbeiten. Oder ja, vielleicht dann in dem Falle dann vielleicht nicht ganz so empfindliches Obst mit da reingeben, würde ich jetzt mal sagen. Aber so als
wie sie es nennen, Kita-Kiste, finde ich es in Ordnung. So gerade mit kleinen Tomaten, Heidelbeeren. Gut, Mango finde ich jetzt wirklich ein bisschen ausgefallen, aber so alles, das sind alles, würde ich jetzt sagen, so Obstsorten, die werden auch in der Kita gut gegessen. Da ist also auch das Thema, würde ich sagen, ganz gut getroffen. Ich schiebe jetzt mal die eine Kiste hier einfach so ein bisschen an die Seite. So. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe noch eine zweite Kiste hier. Von der Größe her ist die genauso, aber sie ist wesentlich leichter. Das ist dann, denke ich, jetzt diese Oseju-Kiste. Wir gucken mal, was da drin ist. Ob da die Sicherung vielleicht ein bisschen besser geklappt hat. Und schauen mal. So, einmal aufmachen. Zack, zack, zack. Also wir haben hier oben auch wieder der Versuch der etwas außergewöhnlichen Sicherung. Na, einfach mal ein bisschen zur Seite hier. Aber hier scheint es sogar etwas besser geklappt zu haben. Wir haben hier an der Seite noch so eine Kuschelpappe und haben dann auch eine Kiste hier drin. Die hole ich jetzt mal hier so raus. Und das ist diese Kiste. Genau. Also hier diese Kisten sind dann auch gekennzeichnet. Habe ich jetzt bei der anderen gar nicht drauf geachtet. Aber wahrscheinlich sind die dort schon so halbwegs vorgepackt. Und die werden dann so halt rausgegeben. So, was haben wir jetzt hier drin? Office Senior Junior. Wir gucken mal. Also, Tomaten finde ich passen. So, ich habe ja schon gedacht, so bei dem Thema so ein bisschen Fingerfood-mäßig. Kleine Tomaten nochmal im Bund. Also Tomaten habe ich auf jeden Fall in nächster Zeit genug. Ist aber auch nicht schlimm, essen wir nämlich gerne. Gut, Zucchini, die esse überwiegend ich gerne. Auch nicht schlimm. Und vor allen Dingen, da ist nur eine jetzt drin, also auch nicht zu viel. Dann haben wir auch Heidelbeeren, ja hier auch ein bisschen, man sieht es, die sind ein bisschen gequetscht, aber nicht so stark wie die anderen. Also ich denke mir, ich werde an Heidelbeeren auch gut noch was übrig haben, wenn ich mir die dann so aussortiere. Dann habe ich 4 kleine Salate. Gut, das ist jetzt was, da hätte ich in dieser Kiste jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, vielleicht so in dieser Family-Kiste oder so. Wenn ich mir jetzt sage, so, das ist eine Office-Kiste, obwohl die Zucchini ja auch so roh essen, kann man das ja auch nicht so wirklich. Aber gut, werden wir auf jeden Fall verarbeiten. Wir haben eine rote Paprika noch, einen Apfel. Dann haben wir auch ein paar Pflaumen hier drin, 3 Stück. Hier ist jetzt auch eine, also die ist nicht schlecht oder so, die war jetzt wirklich, die hat da jetzt eine weiche Stelle dabei. Aber die ist nicht schlecht oder so, die sieht noch sehr gut aus. Eine Spitzpaprika, 2 kleine Mini-Birnen, 3 kleine Mandarinen und nochmal 2 Pfirsiche. So, an sich, Mischung finde ich auch ganz gut. War jetzt wirklich etwas überrascht vom Salat. Obwohl, vielleicht ist das ja auch so gedacht, so Mensch, Office-mäßig, da macht man sich vorher mal einen schönen Salat fertig und nimmt den mit ins Büro. Vielleicht so der Gedankengang. Ansonsten zufrieden, Obst, bis auf leider halt die Heidelbeeren und ich glaube 3 Pfirsiche waren es, die ein bisschen angeditscht sind, ist ja nur noch alles heilig hier angekommen. Ansonsten super, finde ich in Ordnung. Ich habe jetzt ordentlich Obst und Gemüse hier. Schaut ruhig mal im Shop rein, wie schon eingangs erwähnt, es gibt viele verschiedene Kisten. Es gibt auch, jetzt hatte ich gesehen, so eine Frühstückskiste zum Beispiel, die ist allerdings nicht für den Versand geeignet, stand gleich mit dabei. Also da muss man dann auch ein bisschen gucken, was dann versendet werden kann, was nicht. Ja, ich werde auf jeden Fall für mich selbst vielleicht noch mal versuchen, ein bisschen zu wiegen. Ich muss das dann halt ein bisschen einzeln mit der Küchenwaage machen, zusammenrechnen. Schreibe ich sonst noch mal drunter. Aber auf jeden Fall von der Menge her, von der eigentlichen Lieferzeit, es war vorher so angegeben, zufrieden, das hat auch alles funktioniert, muss ich sagen, kann man das auf jeden Fall mal machen. Finde es auch ganz gut, dass das nicht so ein Abo-Prinzip ist wie bei vielen anderen. Also das ist ganz nett. Und wie schon erwähnt, solltet ihr da irgendwie in der Gegend wohnen, könnt ihr da auch hinfahren, euch das abholen, vorher bestellen. Alles super. Also von mir gibt es da auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt zum Sommer hin wahrscheinlich eher weniger, so mit Versand und ohne Kühlung ist vielleicht nicht ganz so schön. Aber dass ich vielleicht zum Herbst, Winter hin, kann ich mir gut vorstellen, dass ich da vielleicht nochmal die ein oder andere Kiste bestimmt ausprobieren werde. Ja, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.